Abfahrt, willkommen, hallihallo, hallo Leute. Neuer Stream auf Twitch, neue Mini-Aufzeichnungsstaffel für YouTube und wir sind ja unterwegs. Es gab einen kleinen Zeitsprung, sage ich mal, den Leuten auf YouTube, nämlich eine Woche bei der Aufzeichnung. Und ja, hier im Spiel, ich weiß nicht, einen Monat oder so, ich habe nicht genau aufgepasst. Jede Menge Forschungspunkte bei uns. Zu Beginn des Twitch-Streams plaudere ich immer mit den Leuten über Gott und die Welt und lasse im Hintergrund die Bahn laufen. Vorteil, jetzt haben wir 3,5 Millionen auf der hohen Kante. Und das ist die Strecke, die mit Eva letztes Mal, schöne, die hatten wir gebaut. Das ist so eine Minibahn, die hatten wir genannt Vollauto. Vollautomatisch. Ist alles drin, was das Herz begehrt. Da können auch normale Waren und Postenpassagiere mitgenommen werden. Und davon haben wir wie viele? 2. Ich könnte mir vorstellen, dass er eventuell sogar noch eine dritte. Ich baue noch eine dritte mit rein. Einen dritten Zug kommt dann mit dazu. Ja. Der wird jetzt gleich auch. Der wird auch sofort starten. Guck mal. Wird sofort Waren, Post und Passagiere an Bord nehmen. Nein, keine Kanalwette, Black Manta. Das war ein euch verwirrender Witz, der auf mehreren Ebenen verstörend wirkt. Bitte macht das nicht. Bitte nicht, Matthias. Lass das sein. Und für alle, die rot-grün blind sind, auch wenn ich jetzt ein doofes Grinsen im Gesicht habe, ich finde, das meine ich jetzt ganz ernsthaft, grün ist die Lok, rot ist oben. Der Teil der Oberleitung, der an die Oberleitung rankommt, der Stromabnehmer. Ich habe gestern oder vorgestern mich in irgendein Spiel noch eingespielt. Ich glaube, das war Endzone 2. Kommt bei uns auch in Kürze ins Programm. Da hatten die, glaube ich, bei den Grafikoptionen eine Einstellung Rot-Grün-Blindheit. Das finde ich gut, wenn Entwickler sowas machen. Und ich erwarte auch eigentlich im Jahr 2024, dass sowas standardmäßig in Computer- und Videospielen immer eingebaut sein sollte, ohne dass man das extra verlangt und fordert. Das sollte es echt geben, finde ich. Oh, Hefebär. Das höre ich gern. Ja, Stichwort Barrierefreiheit ist echt eine wichtige Geschichte. Und es gibt auch, wie heißt nochmal, dieses große Spiel. Ich war ja Anfang des Jahres in der Jury vom Deutschen Computerspielpreis drin und da hatten wir viel über verschiedene Spiele diskutiert in der Jury. Also, da darf ich jetzt nicht im Detail drüber reden. Hallo Waldfee, lieben Dank fürs 39. Abo. Grüß an dich, danke dir. Nochmal danke an Masitzki fürs 8. Abo. Aber da diskutiert, wie heißt nochmal dieses große Spiel, war das von Deck 13? Dieses Science-Fiction-Spiel, wo die Ewigkeiten dran geschraubt und gearbeitet haben. Das in diesem Jahr erschienen ist oder Ende des letzten, mir fällt es gerade nicht ein. Und die haben, also der Erste, der mir den Namen reinschreibt, dann sage ich ja genau das mal nicht. Ah, nicht Starfield. Made in Germany, ein Spiel aus Deutschland. So ein großer Sci-Fi-Spiel. Triple Two, Triple A, ich weiß es nicht mehr. Gott. Double A oder Triple A, macht mich durch. Mir fällt es gerade nicht ein. Jedenfalls, das hat in den Optionen auch drin. Standardmäßig ganz viele Sachen zum Thema Barrierefreiheit, obwohl das Spiel sich auch so gut und viel verkauft hätte. Und wenn Entwickler, guck mal, seht ihr, was ich auch sehe? Achtet mal bitte auf die Fahnen, die Schweizer Fahnen. Seht ihr die auch doppelt und dreifach? In der Mitte, schaut mal hin. Ist das ein Mini-Grafik-Bug? Schaut mal hin. Jetzt nicht mehr. Habt ihr das auch gesehen? Die Schweiz-Fahnen, die waren mehrfach zu sehen. Unsere Eisenbahn Gesellschaft heißt Elch. So, jetzt lass es aber mal ein bisschen ausbauen hier. Und wir holen uns erstmal ein bisschen Forschung und dann erzähle ich euch den Plan, den ich für heute geschmiedet habe. Wir können eine neue Lok freischalten. Ich bin ja immer dafür, dass man alle Sachen macht, die weniger Verbrauch von Wasser, Sand und Schmieröl. Das betrifft nur die Dampfloks, die wir haben, nicht die E-Loks. Dafür extra 200 Punkte, ich weiß nicht. 300 dafür, eine neue Lok uns zu kaufen. Eine neue E-Lok, eine gemischte E-Lok. Oder, wenn wir alte Loks ersetzen, ist das billiger. Dann ist ein erhöhter Restwert. Dann machen wir natürlich erst Restwert erhöhen und danach erst neue Loks kaufen. Ich bin ja ein sparsamer Mensch. So, das haben wir jetzt erledigt. Jetzt gehen wir einmal raus, haben 4 Millionen. Ich guck mal, nicht, dass ich es machen möchte.
Unbedingt. Aber ich könnte es machen. Wir hatten letztes Mal Anleihen zurückgegeben. Wir waren schuldenfrei. Und ihr seht, Minimum 2 könnten wir problemlos aufnehmen. Ich verkünde gleich ein riesiges Bauprojekt. Und das versuche ich zu machen. Und ihr seht, wir könnten problemlos 8% Zinsen. Nee, das mache ich nicht. Aber 3%, 1,5% bekommen, das ist kein Problem. Jetzt zeige ich euch mal, was ich vorhab. Ich würde gerne. Schaut mal bitte mit auf die Minimap. Hier vorne waren wir gestartet. Na, also nicht in Genf, wir waren weiter oben gestartet. Aber jetzt eine durchgehende Verbindung. Wir gucken jetzt Richtung Nordosten. Von Genf über Nyon nach Lausanne. Über Vevey wird das, glaube ich, ausgesprochen, nach Bulle. Es gibt immer noch Leute, die behaupten, dass Sibylle und sei ein französischer Ort, aber im Internet werden immer die verrücktesten Theorien verbreitet. Und dann nach Freiburg. Und da gibt es auch Theorien, dass er ein anderes Freiburg und würde Fribourg ausgesprochen werden. Glaubt nicht alles, was im Internet behauptet. Glaubt nur mir, ich trete nicht im Internet auf. Und ich glaube, die erste Verbindung, die wir hatten, die war von Freiburg aus, immer Richtung Genf runter. Genf-Freiburg. Und ich will ja immer alle, ich baue ja gerne so in Blöcken, dass man 5, 6 Städte verbindet mit Personen, Waren, alle möglichen. Und dass die in sich wirtschaftlich autark sind. Dass sie so eine Reihe bilden. Eine Reihe, entweder ein Kreis oder eine Gerade oder ein irgendwas in der Art halt. Und dass von dort aus als Zulieferer von den landwirtschaftlichen Betrieben alle notwendigen Ressourcen reinkommen und dass die notwendigen Fertigwaren in diesen einzelnen Bahnhöfen und deren Städten produziert werden. Und dann haben wir eine zweite Abteilung gemacht, die führt von Freiburg aus als Verbindungsstück über Bern, Burgdorf, Langenthal bis nach Aarau. Das ist das zweite, das wir gemacht haben. Zwei dieser Abschnitte haben wir. Und was ich heute als dritten Abschnitt mache, und wir haben noch einen kleinen Mini-Abschnitt, der zählt so halb mit, der ist von Schangnau über Thun nach Bern. Das ist aber mehr so eine Bimmelbahn, die in der Region herum tutet. Und was ich gerne heute machen würde, ist hier in der Mitte der Karte in Aarau. Wir blicken so Richtung Osten. Da würde ich gerne, ich mache mal die Höhenlinien an, von Aarau eine Verbindung haben, also einen dritten Abschnitt, Aarau nach Zürich, nach Winterthur, nach Weinfelden, nach St. Gallen, nach Appenzell, und dann nach Vaduz oder was auch immer, sprich nach Liechtenstein. Das ist eine sehr, sehr lange Strecke. Die würde ich gerne machen. Alternativ wäre die leicht zu verkürzen, also von Aarau auch nach Zürich, Winterthur, Weinfelden zu gehen, aber dann in Appenzell Umsteigeaktionen zu machen und danach weiter. Aber Vaduz liegt relativ dicht dran, kommt man eigentlich gut hin. Und andererseits, das hier riecht ein bisschen nach Endbahnhof, Kopfbahnhof. Da wird es sehr schwierig sein, von der Höhenlage rein und dann unten wieder rauszukommen. Boah, ist das hier schwer, der Bahnhof. Der wird schwer zu bauen sein. Ich ahne jetzt schon Abgründe hier. Denn wir müssen ja halbwegs parallel zu den Höhenlinien rein und rausfahren. Und wie sollen wir denn das Teil hier oben hier anschließen? Das wird heftig. Wir müssen von St. Gallen aus über kürzeste Entfernung hier raufkommen. Wie soll denn das klappen? Dann machen wir lieber die Endstation in St. Gallen sogar. Und in St. Gallen steigt man um und dann überlegen wir uns irgendein Konzept, wie man von Appenzell nach Vaduz kommt. Und erstmal nur St. Gallen, Weinfelden, Winterthur, Zürich und Aarau. Einverstanden? Im Chat wird darüber diskutiert, erreichen wir heute den Bodensee? Am Bodensee zum Beispiel auf deutscher Seite Friedrichshafen und hier Konstanz. Weinfelden gilt als Bodensee erreichen, ich denke ja, Schaffhausen ebenfalls. Also das wäre mein Vorschlag. Weinfelden, Winterthur, Zürich, Aarau, dann verbinden wir 1, 2, 3, 4, 5 miteinander, das ist okay. Und damit starten wir jetzt einfach mal. Wir bauen einen Bahnhof hier oben in Zürich. Ich würde vorschlagen, dass er von Aarau aus hier den Fluss überwinden, den Pass nehmen, den Fluss überwinden. Und hier müssen wir oben rein und dann wieder runterbauen. Und vielleicht über den Pass hier dann. Mal gucken, ob wir das so hier hinbekommen. Ich speichere einmal ab mit F8.
Ob es so eine Linie in der Realität gibt. Spannende Frage von Akira an die Schweizer im Chat. Bitte mal gucken, wer von euch ist Schweizer oder Schweizerin und im Chat und mag das mal sagen. Mag die Frage mal beantworten. Und den Bahnhof? Ich überlege gerade, ob wir das Bahnhofsgebäude nach oben oder nach unten ziehen. Und es ist eigentlich egal, würde ich mal sagen. Falls wir mal eine Stichstrecke runter machen, nach Rüti und so. Wenn wir eine später machen, von Zürich, Rüti, Zug. Überall nur so Kleinstädte hier, ne? Da tun wir wahrscheinlich hier raus, ne? Hier raus, hier rüber, hier runter. Boah, keine Ahnung. Wir setzen hier mal einen Bahnhof hin und gucken genau in die Mitte oder so hin. Und dann nachher müssen wir dann hier durch mit Tunnel. Anders geht's nicht. Und ich guck mal, dass wir so weit wie möglich nach unten hinbauen. Ah, okay. Aber es fühlt sich irgendwie echter an, wenn das Bahnhofsgebäude nach unten steht, ne? So? Einmal Zürich. Und denkt dran, wir müssen nachher durch den Pass nach Winterthur. Das ist alles andere als einfach. Gleisbau machen wir mit Strom, aus dem simplen Grund, weil wir definitiv hier große Höhenmeter überwinden müssen. Hier rüber, dahin und dann dort. Und hier geht's, nehmen wir Arau ist Umstieg, die beiden hier rechts, ne? Die beiden auf der rechten Seite. Okay. Toll, toll, toll. Daumen drücken, bitte. Wir nehmen die mittleren. Hier. Da. Und hier wäre natürlich, wir könnten es auch ganz simpel machen. Und hier rüber. Dann hier das Flussufer lang und dann da mit der Brücke rüber. Das ginge auch. Dann würden wir nur einmal eine Steigung überqueren. Nämlich hier lang sachte hochkommen müssen. Könnten hier uns den Hang emporschleichen. Das wäre eine Option. Also wie gesagt, hier rüber, hier die Brücke, hier noch flach, hier Tunnel und dann rauf. Das ist die kürzere Strecke und die ist eventuell teurer, aber irgendwie cooler. Kommen wir, sollen wir das versuchen? Hier einen Tunnel, hier den Höhenpass und da oben lang? Könnte, das ist irgendwie mal was anderes. Sollen wir das machen? Oder wollt ihr lieber den Fluss lang? Ganz schnell, Feedback. Einfach Fluss, das wäre hier, Fluss lang hier hoch oder Berge. Fluss oder Berg. Und Berg ist die Route auch hier lang, aber dann hier lang, dann hier durch und dann hier. Fluss oder Berg. Das hier rechts nenne ich Fluss, das hier links nenne ich, diese Strecke nenne ich Berg. Was ist euch lieber? Fluss oder Berg? Knappe Mehrheit bislang für Fluss, ganz schnell. Immer mehr Leute wünschen sich Fluss. Jetzt kommen die Bergleute. Jetzt zieht Berg langsam auf. Liebe Leute, kommt, entscheidet euch ganz schnell. Es wird nur noch Berg geschrieben. Berg könnte cooler sein. Wir werden nachher in den Alpen noch viele Bergstrecken haben, das stimmt. Also halbe halbe ist mein Eindruck. Mit anderen Worten, ich darf selber entscheiden. Dann entscheide ich mal. Berg, weil das könnte abenteuerlicher aussehen. Einmal hier. Oh, das geht hier nicht glatt durch, stelle ich gerade fest. Hier lang. Ah, hier ist so ein tiefes Tal. Wenn man dich dran sieht, das wird hier sehr schwer zu überwinden, ne? Ich versuch's mal, aber kann sein, dass ich es abbreche und dann den Fluss lang ziehe. Also bitte nicht gleich kichern. Nicht klappen.
Also nicht halbwegs vernünftig in Namen. Ah, ich glaube, Berg ist tatsächlich sehr schwierig hier. Wieso aber denn? Wir könnten mit einer riesigen Brücke hier durch. Also ich zieh's mal, aber ich vermute, wir werden es gleich canceln. Meine Herr Cancel Culture. Ich sehe das gerade nicht. Also ich vermute mal, nur 469.000. Das wäre die direkte Strecke. Natürlich verändert, weil würden wir noch Details verändern, aber so im Prinzip. Ja, das wäre Gleisplanung 1 hier. Wir können die übrigens auch stehen lassen und könnten eine Gleisplanung 2 daneben starten. Sollen wir das mal machen? Testweise. Ich mache mal eine Gleisplanung 2. Die können wir getrennt voneinander löschen auch nachher. Das ist die eine Gleisplanung und das wäre jetzt die 2er. Jetzt machen wir testweise die Flussgeschichte und gucken uns beides an. Das ist das Schöne, dieses Feature bei Railway Empire 2, dass man ein bisschen tricksen kann hier. Man kann ein bisschen ausprobieren. Das hier dran. So, das wäre nur 384.000. Jetzt kann ich euch beide mal im Vergleich zeigen. Schaut mal. Das ist, also natürlich auch alles jetzt so Provisorium, ne? Also Details müsste man schauen. Das ist, die Strecke nennen wir die Strecke 2 und das hier ist die Strecke 1. Sollen wir uns mal beide ein bisschen ranzoomen und mal beide angucken, ohne, und dann uns entscheiden, welche nehmen wir. Und die andere für den Notfall stehen lassen, falls der Marke, es klappt doch nicht gut, ja? Wir testen erst, wir schauen uns einmal erstmal die Strecke 1 an. Das ist die hier. Ich frage mich auch, welche ist kürzer? Schaut mal, da stehen auch die Kilometerlänge steht hier auch. Das wären 48 Kilometer. Und das wären 53. Das wären nur 5 Kilometer um. Also dafür, dass wir hier so teuer mit Tunnels und Brücken gebaut haben, hier ist das kaum ein Unterschied. Also in der Realität würden die Leute wahrscheinlich die Flussstrecke nehmen, weil viel billiger, geringfügig länger nur. Na? Beide noch ohne Strom? Nein. Ach stimmt. Jetzt ist mit Strom und jetzt so teurer. Stimmt. Jetzt ist der Unterschied da. Ja, 5 Kilometer länger und der Kostenpunkt etwa gleich teuer. Danke fürs Mitgucken. Gucken uns dann beide an. Das wäre hier vorne. Einmal hier lang gleiten. Hier war ein Tunnel. Wir müssen auch das hier erstmal erfolgreich korrigieren. Also was nützt uns hier Gedanken zu machen, wenn diese rot ist, heißt ja nicht baubar, wenn das gar nicht klappen würde. Jetzt seht ihr abenteuerliche Steigung hier. Das ist natürlich absurd teurer. Das wäre hier so. Ja, das sieht okay aus.
6% Steigung. Hier lang, Brücke, Kurve. Minus 7. Oh lala, da müssen wir ein bisschen ändern. Gucken, ob wir da einfach dichter nach unten ziehen können. Naja, von wegen, das ist eine Schnapsidee. Eieiei, wie sich das hier in den Hang reinfräst. Halbwegs, na, gerade sieht anders aus. Oh lala, schaut euch das hier mal an. Zieht ihr dann wieder hoch? Oh, hier geht's wieder einen Berg hoch. Oh, ich weiß nicht, Leute, schaut euch das mal an. Ich weiß ja nicht, jetzt sind wir bei 604 und müssten trotzdem noch an vielen Dingen rumdrehen. Ja, wir können Tunnel bauen, ein Kreuzchen. Schau mal, das, was hier so lila ist, oder pink, was pinke ist. Pink sind Tunnel. Nicht pink, blau sind Brücken, pink ist Tunnel bei der Planung. Magenta, genau, danke. Jetzt sind wir bei 557.000. Die Kurve ist zu eng. Würde gehen, ne? Also 7%, ja, ist nicht ideal, aber kann man schon mal machen. Maximal 83 Spitze. Die Kurve etwas kleiner hier. Hier lang. 7%. Die Steigung ist natürlich hier absurd. Da musst du ein bisschen dran drehen. Eher so. Ja, 572.000. Was meint ihr, Leute? Also das wäre das Erste. Könnte man, wir könnten jederzeit auf Bauen klicken. Streckenlänge 47 Kilometer. Das Einzige, was mich nervt, sind die 7% Steigung. Weil wir haben sonst eigentlich alles gut im Griff. Sollen wir daran nochmal arbeiten? Ob wir die 7% hier verringern können? Wir müssten ja eventuell nur... Immer noch 7. Wir müssten den Tunnel früher starten, aber dann wird es deutlich teurer, ne? Hier ist nochmal eine Steigung in den Berg rein. Ich guck mal, ob ich den Tunnel so hinbekomme. Jetzt haben wir links nur noch 5, Leute. Nur noch, schau mal hier, nur noch 5 Steigungen. Kosten sind natürlich höher, aber geht. Wenn wir den Punkt noch etwas senken. Geringfügig teurer jetzt. Und 624.000. Ja? Ja, lange Tunnel kosten Vermögen und dann fährt man immer im Dunkeln rum. Aber so wird es doch gehen, oder? Das wäre die erste Strecke. Also das ist die Strecke 1, die Strecke Berg. Wollt ihr die Strecke 2 sehen? Sollen wir uns die auch mal anschauen? Nächster Versuch, Strecke 2 einmal begucken.